Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Heute geht es komplett um das, was sich hier hinter meiner Tür befindet. Und zwar kümmern wir uns heute komplett ums Ankleidezimmer und ums Schlafzimmer. Und ich sehe so scheiße aus. Ich habe mir Pony geschnitten. Und das war an sich eigentlich eine richtig dumme Idee. Aber ich glaube, ich habe euch das im letzten Video auch schon erzählt und gezeigt. Von daher brauchen wir da jetzt nicht mehr drüber reden, außer dass mich der Pony echt nervt. Wir waren bis gestern bei mir zu Hause bei meinen Eltern und haben dann eigentlich quasi den kompletten Rest aus meiner Wohnung mitgenommen. Wir haben einen VW-Bus voll gemacht und mein komplettes Auto voll gemacht. Und jetzt sieht es wieder aus wie absolute Scheiße hier. Ich kann euch das mal zeigen. Hier stehen überall Kisten rum. Hier stehen überall Sachen rum. Und hier in meinem Drehzimmer sieht es auch aus wie absolute Scheiße, weil wir halt wirklich jeden kleinen Scheiß mitgenommen haben. Hier steht auch noch super viel rum. Das ist so ein Schrank, den ich noch in meinem alten Bürozimmer hatte, der jetzt auch mit ins Ankleidezimmer kommt. Darum kümmern wir uns heute. Wir waren nämlich gestern Abend noch bei Ikea. Um 20.40 Uhr sind wir reingegangen und um 21 Uhr pünktlich sind wir wieder rausgegangen, weil das dazu gemacht hat. Und wir haben mir einen Packschrank gekauft. Finally! Ich freue mich so sehr. Ich weiß nicht, ob ihr das mal mitbekommt. Aber ich habe wirklich sehr oft und sehr lange schon darüber geredet, dass ich wirklich so gerne einen Packschrank hätte. Aber das hat ja in meine alte Wohnung nicht reingepasst. Und jetzt endlich ist es Zeit. Oh, hello. Du hast gesagt, es geht darum, was hinter der Tür ist. Darum soll es heute gehen. Hallo, ich bin Matthias. Wie können wir dir denn heute helfen? Ich hätte ganz gerne auch einen Kleiderschrank hier. Ah, okay. So sieht das Ankleidezimmer jetzt hier gerade aus. Also man kommt hier rein. Das habe ich euch, glaube ich, noch nie gezeigt. Hier kommt man auf jeden Fall rein. Das hier ist das Ankleidezimmer. Hier ist dann das Badezimmer. Und wenn man hier weitergeht, ist das Schlafzimmer. Und da könnt ihr auch schon sehen, dass da einige Packschränke stehen. Das Bett ist da. Es ist alles so unordentlich. Schlafzimmer sieht es gerade so aus. Ah, und hier steht übrigens unser Bett. Es ist alles so unfassbar unordentlich und schlimm. Aber das wird sich heute ändern. Julias Klamotten, Julias Klamotten, Julias Klamotten, Julias Klamotten, Julias Klamotten. Ja, weil ich noch keinen Schrank habe im Gegensatz zu dir. Dein Schrank wird aber ungefähr viermal so groß wie meiner. Darum geht's ja nicht. Ja. Ja. Dann. Eigentlich wollten wir den Schminktisch da haben. Aber hier ist keine Steckdose, haben wir gemerkt. Und deswegen muss er leider da sein, weil ohne Steckdose wäre irgendwie ungünstig. Vor allen Dingen, weil da auch noch mein Spiegel hinkommt, den ich ja vorher immer hatte, dieser Hollywood-Spiegel. Hier sind jetzt die Schränke und hier kommt jetzt noch eine Kommode hin. Dann sind wir mit dem Zimmer fertig und können uns an den Packschrank machen. Hier ist jetzt alles leer. I'm excited! Sieht nicht weg. Happy, happy, happy. Good morning, Leute! Es ist der nächste Tag und wie ihr hier schon sehen könnt, hat sich einiges getan. Ich habe gestern noch den ganzen Schrank eingeräumt, aber habe das nicht mehr mitgefilmt, weil ich dachte, okay, wir haben jetzt hier genug Timelapses, glaube ich, und ich zeige euch einfach dann das Endergebnis. Also das Endergebnis ist es noch lange nicht. Hier liegt auch richtig viel Scheiß noch rum. Aber es hat sich einiges getan. Ich finde es so mega cool. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben auch noch diese Schubladen hier eingebaut.
eingebaut. Ich glaube, das hier habe ich euch auch nicht gezeigt, wie wir das eingebaut haben. Es hat sich noch viel verändert tatsächlich. Hier haben wir auch noch so ein, Hier haben wir auch noch so ein Hängeding rangemacht. Ich wollte das unbedingt haben, weil ich dachte, das ist mega praktisch. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wofür ich das überhaupt benutzen will. Ich glaube, ich wollte da Gürtel dranhängen oder so. Die habe ich bis jetzt gerade aber woanders hängen. Mal gucken, was ich damit mache. Ich führe euch auf jeden Fall jetzt einfach einmal durch. Hier oben habe ich alle meine Pullover farblich geordnet. Ich liebe es. Das hier muss ich noch wegräumen. Also hier liegt überall noch so ein bisschen Scheiß. Aber hier sind alle meine Hoodies und Sweatshirts und Pullover und alles, was man eben so aufhängen kann. Und die Pullover, die man nicht aufhängen kann, weil die halt so in so einem groben Stoff hier sind, die habe ich hier reingeräumt. Hier drunter habe ich dann Sportsachen. Kurze Jogginghosen und lange Jogginghosen. Und in der dritten Schublade habe ich kurze Hosen, kurze Jeanshosen, so Radlerhosen und Sets. Zum Beispiel das hier muss jetzt auch dahin. Auch wenn es eine Jogginghose ist. Ich weiß noch nicht so richtig, ich habe es so ein bisschen dumm gemacht irgendwie. Aber hier sind so Jogginganzüge quasi. Oder auch hier so ein kurze Hosen-T-Shirt-Set irgendwie. Und ja, was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Hier unten drunter liegt jetzt noch so ein bisschen Kram, wo ich noch nicht so ganz weiß, wohin damit. Dann kommen wir hier zur weiteren Seite. Hier sind meine ganzen Cropped-Oberteile und mein Kaffee. Auch wieder farblich geordnet. Allerdings nicht nur farblich geordnet, sondern erst kommen Tops, dann kommen T-Shirts und dann kommen langärmliche Cropped Oberteile. Also hier ist alles farblich geordnet von Tops. Dann geht es hier weiter mit Crop T-Shirts. Ich habe anscheinend sehr wenige Crop T-Shirts und viele Tops und langärmelige Oberteile. Hier oben habe ich dann jetzt normal lange T-Shirts und mein Dortmund-Trikot mit meinem Namen drauf. Ja, ich weiß, bisschen cringe, aber ich finde es geil. Und hier habe ich dann Hemden und da unten sind normale langärmelige Oberteile, beziehungsweise bis jetzt fast nur so Rollkragen-Oberteile. Ich habe voll vergessen, hier euch das zu zeigen. Hier ist jetzt noch nichts drin. Da kommt Schmuck und so ein Kram rein. Hier habe ich eins zu wenig gekauft aus Versehen, weil ich irgendwie dachte, das reicht, aber anscheinend reicht's nicht. Und hier unten habe ich jetzt die Gürtel, von denen ich eigentlich dachte, dass ich sie da oben hinhänge, aber ich finde das hier irgendwie besser. Hier habe ich jetzt so ein paar, also zwei Sonnenbrillen, weil ich meine anderen Sonnenbrillen noch woanders habe, aber die kommen dann auch noch hier rein. Hier weiß ich noch nicht, was ich da reinmache, aber ich wollte unbedingt so ein Ausziehschmuckkastenteil hier haben, auch wenn ich eigentlich so ein anderes Schmuckteil habe, aber ich werde das dann wahrscheinlich alles hier einsortieren und das andere dann wegtun. Mal gucken. Hier unten, obviously, Hosen. Ich liebe diesen Hosenaufhänger von Pax. Ich hatte früher schon mal einen Pax-Schrank, den hat jetzt meine Schwester. Sie ist damit auch in das Vergnügen von diesem Hosenaufhänger gekommen. Und bei meinem alten Schrank musste ich armes Ding. Nee, aber bei meinem alten Schrank habe ich dann halt einfach ganz normale Kleiderbügel genommen und die Hosen da so drüber getan. Aber ich finde das hier so unfassbar satisfying, auch wenn es wesentlich unpraktischer ist, habe ich gemerkt. Weil ich doch schon viele Hosen habe, sodass ich viel halt so stapeln muss, sag ich mal. Was jetzt absolut kein Problem ist, aber ja, hier habe ich so Leder-Imitat und Stoffleggings. Hier sind so Stoffhosen, Lederhosen, mehr Stoffhosen, dunkle Jeans, helle, weite Jeans, andere helle, weite Jeans, dann so farbige Jeans. Hier sind noch so Random-Hosen und das sind meine Track-Hosen, glaube ich, nennt man das. Ich weiß gar nicht genau. Dann kommen wir hier zu diesem Seitenfach. Hier habe ich Röcke aufgehangen. Eigentlich war das nicht dafür gedacht, also man konnte hier eigentlich gar nicht auswählen bei Ikea, so eine kleine Kleiderstange hier hinzupacken. Ich habe hier einfach Löcher reingebohrt. Da waren ursprünglich keine, wie ihr hier sehen könnt. Aber ich habe es einfach gemacht, weil ich unbedingt da Röcke hinhängen wollte und nicht dieses andere Ausziehding, was man eigentlich da rein tut, nehmen wollte. Weil da sind die Röcke dann nicht so seitlich, sondern die gucken einen an quasi und dadurch passen dann halt auch weniger rein. Falls ihr wisst, was ich meine, ich kann euch das mal hier ein Foto einblenden. Da oben habe ich jetzt einfach meine Rollschuhe hingetan, die ich einmal in meinem Leben anhatte, einfach nur für ein Foto. Ich weiß, es ist tragisch, aber sie machen doch eine ganz gute Deko, oder? Hier oben habe ich jetzt Socken reingetan, hier habe ich Unterhosen, meine BHs, die sind noch sehr unordentlich. Hier habe ich Bikinis drin und hier unten sind Schlafanzüge. Und das hier sind noch diese Leuchtröhren, die hier oben eigentlich noch dran kommen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Und auf der anderen Seite habe ich hier oben einmal meinen kleinen Koffer. Hier sind dann meine ganzen Kleider, auch so ein bisschen random sortiert. Ich glaube, das versteht man jetzt nicht direkt, wenn man das so sieht, aber für mich hat es eine Ordnung. Und hier sind dann meine ganzen Taschen. Ich liebe Taschen. Okay, sorry. Das ist mein Update zum Kleiderschrank. Hier liegt jetzt noch ziemlich viel Scheiß auf dem Boden rum und es sieht auch immer noch sehr kahl aus. Aber hier kommt noch ein großer Teppich hin, der vorher in meinem alten Zimmer, also in meiner alten Wohnung, unterm Bett war. Der kommt jetzt aber hier hin, der ist aber gerade in der Reinigung. Leute, der sah so schlimm aus. Ne, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich dachte die ganze Zeit, der war so cremefarben. Und dann haben wir den aber unterm Bett hervorgeholt. Also das Bett wurde dann abgebaut und dann war halt nur noch der Teppich zu sehen. Man hat so krass den Abdruck gesehen. Und das konnte man einfach nicht selbst
sauber machen. Es hat nicht funktioniert und deswegen muss ich das dann zur Teppichreinigung bringen, was wahrscheinlich ungefähr so teuer sein wird, wie der Teppich am Anfang mal war. Also ich hätte mir theoretisch für das gleiche Geld wahrscheinlich auch einen neuen kaufen können. Also ich glaube, die Teppichreinigung kostet so 100 Euro für den Teppich und der Teppich hat mit Sicherheit nicht mehr als 100 Euro gekostet. Ich glaube, ich habe den damals aber auch im Sale gekauft. Aber ich dachte, okay, nein, ich lasse ihn lieber sauber machen, bevor ich mir jetzt einen neuen kaufe, weil das wäre ja absolute Verschwendung, auch wenn es ein bisschen weh tut, muss ich ehrlich sagen. Aber naja, dafür habe ich dann meinen Teppich wieder und er ist super sauber. Allerdings brauchen die 2 Wochen, bis sie uns den wieder zurückschicken oder zurückbringen, weil der, glaube ich, noch trocknen muss und die irgendwie meinten, dass sie... Ich weiß es nicht. Es dauert auf jeden Fall 2 Wochen, bis ich diesen Teppich wieder zurückbekomme und so lange wird das hier jetzt halt so aussehen. Yay. Wartet, wer jetzt auf dem Weg zum Bahnhof ist, weil sie dumm ist. Ja, deshalb sind wir auf dem Weg zum Bahnhof? Und ich sollte das nicht wissen. Achso, nee, der Witz ist um die Ecke. Ich wollte euch gerade sagen, da fährt mir doch nicht zum Bahnhof gemusst. Ach so. Weißt du? Ja, tja, okay. Den hast du leider verkackt. Tut mir leid, aber vielen Dank, dass du überhaupt drüber nachgedacht hast, das zu mir zu sagen. Das finde ich ziemlich gemein. Hey, jetzt ist doch alles so gut. Ich ja, super, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Herzlichen Glückwunsch. Aber deshalb fahre ich dich auf die Seite des Bahnhofs, wo du unterdacht bist. Das ist ziemlich nett. Das ist ziemlich nett, das stimmt. Ich muss nämlich nach Hause fahren zu meinen Eltern, weil ich bin ohne Laptop und ohne Portemonnaie hierher gekommen. Ich bin einfach so eine hohle Nuss. Ich bin mega schlau. Das Beste daran ist, für was brauchst du? Also Laptop, Portemonnaie, ungünstig. Aber was machst denn du denn noch? Ja, ich wollte mich halt ummelden gehen. Ohne Ausweis. Ohne Ausweis wird das schwierig. Das Ding ist, ich bin gestern hier angekommen und wollte eigentlich erst in frühestens 10 Tagen wieder zu meiner Familie fahren. Und genau in der langen Zeit... Leute, die dich kannten. Liebe Grüße. Oh. Und genau in der langen Zeit, wo ich jetzt hier bleiben wollte, vergesse ich einfach die 2 wichtigsten Dinge, die ich jeden Tag brauche. Und zwar meine kompletten Karten, Ausweise, mein Geld, mein alles und mein Laptop, mit dem ich den ganzen Tag arbeite. Ist so richtig dumm, deswegen muss ich jetzt wieder nach Hause fahren und komme morgen wieder. Aber das mache ich jetzt mit dem Zug, weil ich keinen Bock hatte, wieder so lange Auto zu fahren und auch mal ein bisschen Sprit sparen wollte, ne? Und vielleicht die Umwelt schonen wollte, ganz nebenbei. Das war doch mit Sprit sparen gemeint. Naja, und Geld, weil Zug sei doch günstiger. Ja, cool. Deswegen bin ich jetzt am Bahnhof. Angekommen! 1/2 Stunde. Hatte der Zug nur Verspätung. Das war wirklich diesjährige Höchst- und Bestleistung. Soweit geht's dir gut? Wie ihr sehen könnt, bin ich bei Jana und die hat hier gerade irgendwie dezente Struggles am Start. Sag mal, was machst du da? Warum jammerst du? Das ist ekelhaft einfach. Guck mal, wie... Das sind halt die Schattenseiten vom Nägel machen, ne? Geh nicht ab! Ja, du musst das länger da drin lassen. Ich hab das schon seit 17 Jahren da drin. Du hast das keine 10 Minuten da drin. Was? Ich schwöre. Jana versucht gerade mit Aceton ihre Nägel abzumachen, weil man weicht die ich normalerweise... Sport, deswegen habe ich den Zoff, ich sehe aus wie ein Caillou, aber das ignorieren wir. Ja, stimmt. Da sind überhaupt keine Haare auf deinem Kopf. Guck mal hier, da habe ich so keine Haare. Ich auch nicht, Jana. Ja. Guck mal bei mir, das sieht aus wie ein Opa. Hä? Bei gar mir ist nicht. Voll übertrieben. Bei mir ist es auch, aber das ist doch nicht schlimm. Let's normalize Geheimratsecken. Geheimratsecken ist sexy, okay? Das ist mein, wie heißt das? Meine Insecurity. Deine Insecurity? Deine ja. Geheimratsecken. Aber auch nur wegen Zopf. Ich dachte früher immer, Geheimratsecken heißen Heiratsecken. Ich wusste nicht mal, dass dieses Wort existiert. Heiratsecken? Geheiratsecken? Heiratsecken? Ich dachte, es heißt Heiratsecken. Die Acryl- bzw. Gelnägel macht man nämlich mit Aceton ab und es wird dann immer so ein bisschen eklig und Jana beschwert sich darüber. Und hier sind die Nägel, die es schon von ihrem Finger geschafft haben. Sieht gar nicht eklig aus. Ich habe Jana vorhin meine Air-Up-Flasche mitgebracht und sie ist so dezent obsessed. Kauft euch nicht den Pfirsich-Pot. Ja, der Pfirsich-Eistee-Pot ist nicht so geil, das stimmt. Waldbeere möchte ich haben, aber der ist leider nicht in dem Haus hier. Ja, nee, Waldbeere habe ich nicht mitgebracht. Und Pfirsich-Eistee habe ich auch nur mitgebracht, weil ich mag ihn selber nicht. Dementsprechend dachte ich, gebe ich den halt Jana. Hä? Du musst ihn mal auffüllen. Ich muss neu auf. 2 Flaschen ausgetrunken. Das ist voll krass, ne? Man trinkt dadurch einfach wirklich so viel. Ich trinke halt eigentlich nicht. Jana trinkt halt wirklich so wenig. Jana hat täglich Kopfschmerzen, weil sie zu wenig trinkt. Und er abhilft einfach. Man könnte meinen, das ist jetzt eine bezahlte Werbung. Ist es leider nicht, aber ist halt echt so. Sie ist pink. Man trinkt dadurch so viel. Und sie ist pink. Ey, obwohl meine Nase gerade zu ist, kann ich es riechen. Ich fühle mich gerade wie ein Emo. Ja, so sieht's doch aus. Jana, deine Ecken sehen nicht schlimm aus. Sie sieht ganz normal aus. Jana hatte keinen Bock mehr, ihre Hände da reinzupacken. Deswegen muss ich jetzt alles abfeilen. Ich habe das mindestens eine 1/2 Stunde da drin gehabt. Dann hätte das aber funktioniert. Nein. Ich muss den ganzen Plastiknagel jetzt hier abfeilen. Weißt du, wie lange das dauert? Du solltest mir 100 Millionen Euro dafür zahlen. Das ist auf jeden Fall wert. Sorry. Ich
soll sagen, Jana wird jetzt zum Stargirl. Nur wegen den Nägeln. Wenn ihr versteht, was ein Stargirl ist, dann zwinkert zweimal, weil eigentlich, ich verstehe es nicht. Eigentlich möchte ich ein Vanilla-Girl sein. Ein Vanilla-Girl? Ja. Warum machen wir dann Stargirl-Nägel? Kannst du mir das mal verraten? Einfach für die Abwechslung im Leben. Das ist wichtig. Okay. Wir sind fertig! Jana ist jetzt ein Stargirl, was eigentlich überhaupt gar kein Stargirl sein möchte, sondern ein Vanilla-Girl. Zeig mal deine Stargirl-Nägel. So, das sind die Nägel. Erkennt man überhaupt das Glitzer in der Kamera? Ich weiß es nicht. Es glitzert auf jeden Fall. Ja, also eigentlich glitzert es. Mehr oder weniger. Ich glaube, man sieht jetzt gerade nichts. Sieht man es jetzt? Ja, es ist irgendwie nicht so leicht, euch das zu zeigen, aber Pech gehabt. Ja, dann geh doch. Und jetzt kann ich nicht mehr und ich habe auch keine Lust mehr und deswegen gucken wir jetzt Dschungelcamp. Wir haben es gerade schon die ganze Zeit auf dem Laptop geguckt, aber mein Akku ist jetzt gleich leer und ich will mich jetzt auch auf die Couch legen. Dementsprechend gehen wir jetzt auf die Couch. Wer bist du denn? Ja, ich dachte irgendwie, wenn ich jetzt sage, ich will ins Bett, dann klingt das asozialer als Couch. Okay, eigentlich will ich jetzt mich ins Bett legen und da Fernsehen gucken. Ist eh geiler. Mach, hab ich schon drauf, ich pee ins Piss, möchte ich nicht. Hey, geh doch erst aufs Klo. Nein, ich möchte das jetzt haben, zu vollendet haben. Gut, dann mache ich dir jetzt Nagelöl drauf, obwohl du eigentlich richtig doll pinkeln musst. Vor allem, wieso machst du es nicht selber? Weil ich immer viel zu viel drauf mache. Das läuft immer runtergeführt. Ich glaube, ich mache genauso viel wie du drauf. Das muss ja auch viel sein, damit es gut ist. Fertig, du darfst pinkeln gehen. Du bist so ein Idiot. So ein Idiot. Okay, ich gehe jetzt Gigi im Dschungelcamp angucken.